Das waren noch Zeiten. Am 13. Mai 1973 gewann der SV 98 sein Ligaspiel gegen den Club mit 7:0. Können sich daran einige ältere Semester noch erinnern? Also erinnern kann ich mich nicht mehr dran, aber ich war sicher dabei, also gehen wir davon aus. Das wusste ich jetzt nicht mehr, nicht? In der Zwischenzeit ist viel passiert. Zum Beispiel die Metamorphose vom Frankenstadion zum Max-Morlock-Stadion und zur Easy Credit Arena. Dass die zweiten Mannschaften der Profivereine in der neuen Regionalliga spielen, sorgt bei einigen Fans für Unmut. Das ist absolut beschissen, ehrlich gesagt. Weil die haben ja nichts zu suchen. Ja. Die haben ihre Leute, die verletzt sind, die sie wieder neu aufbauen wollen und wollen einfach in der Liga drinbleiben, um ihren Nachwuchs zu fördern unter Wettkampfbedingungen. Das ist alles. Ja. Und das macht den Fußball kaputt einfach. Soll es also so wie in England sein, dass die zweiten Mannschaften ihre eigene Liga bekommen? Ja, definitiv. Das wäre das Beste. Zum Spiel selbst, dem auch Clubpräsident Roth beiwohnte, ist schnell alles gesagt. Es war ein Spiegelbild der Partie gegen den KSC 2. Am Ende jubelten die Nürnberger über ein 4:0. Christian, 4:0 verloren. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir hatten kurz die Chance, es 1:1 zu machen. Der Torwart leider super gehalten. Und haben sonst abgeschossen. Wie schwer wird es in der Saison? Es wird schwer, das haben wir vorher auch gewusst. Wir wollen nicht absteigen, haben aber noch genug Spiele Zeit, das eben zu verhindern und das werden wir auch schaffen. Wann können die Fans wieder mit dir rechnen? Wie geht es der Verletzung? Ich hoffe, dass ich, sagen wir mal, Ende September, Oktober ins Training einsteigen kann. Und wie das dann klappt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist bei so einem Schien und Warten beim Bruch halt auch immer nicht so einfach. Was am Ende bleibt, ist die Erkenntnis, dass in dieser Verfassung es zum Klassenerhalt ein langer, langer Weg werden wird.